So, hallo, ich begrüße dich hier zu diesem neuen Video bei Bartel Invest. Ich sitze hier gerade im Büro. Ich habe jetzt seit über einem halben Jahr arbeite ich ja jetzt momentan schon auch an diesem Videokurs, zu dieser komplett rundum Trading-Ausbildung. Wirklich, was ist Börse? Wie entstehen die Preise? Wie funktioniert das Orderbuch? Wie kommen die Preise zustande? Was ist ein Market Maker? Dieses ganze Thema bis rein in die technische Analyse. Habe ich ja recht ausführlich jetzt aufgearbeitet und bin jetzt gerade dabei, das komplett dann abzufilmen. Deswegen ist jetzt gerade hier mein Mikrofon und dieses nehme ich jetzt momentan gerade ausführlich auf. Für die nächsten Wochen, also für die nächsten 2 Wochen ist es ungefähr jetzt noch geplant. Also ich hoffe, bis Ende des Monats diese Komplettausbildung dann auch fertig zu bekommen und dass diese dann zur Verfügung steht. Und ja, nebenbei handle ich natürlich gerade noch selber ein bisschen, bin jetzt gerade großes Hilfsmittel inzwischen, unser halbautomatisches Handelssystem. Das vollautomatische ist ja noch nicht komplett, aber das halbautomatische fange ich jetzt so langsam an schon mit zu verwenden, auch jetzt in den Live-Handel mit reinzunehmen. Aber hier eben noch genau zu beobachten, dass das alles sauber funktioniert und läuft. Und was mir gerade aufgefallen ist, deswegen will ich da auch nochmal ein Video machen, was ich mal sagen möchte, es ist mir da einem meiner Teilnehmer aufgefallen, die den Videokurs zu meiner Handelsstrategie erworben haben. Haben wir letztens so ein bisschen telefoniert. Und was mir gerade eben auch in den ganzen Backtests jetzt zu dem vollautomatischen Handelssystem extrem auffällt, ist die Trefferquote, wie extrem sich die Trefferquote auf dein Konto natürlich auswirken kann, wenn sich das nicht mit dem Gewinn ausgleicht. Und das will ich dir einfach mal in dem Beispiel versuchen kurz zu erklären. Angenommen, wir sagen mal, wir haben 100 Trades als Beispiel. Wir haben 100 Trades und wir sagen, wir haben eine Trefferquote von 45%. So. Jetzt ist es einfach verdammt wichtig, dass natürlich der Gewinn, den wir da haben, die 45 Trades, also von insgesamt 100 sind 45 Gewinner, dass diese mal mindestens vielleicht das Risiko im Gewinn haben. Das heißt, mindestens dieses eine R, das Risiko, was ich habe, dass ich das mindestens im Gewinn habe. So. Und das ist für die meisten schon schwer genug, gerade wenn wir uns eben seitwärts bewegen, im Markt ja überwiegend, dass die meisten eben so mit Stop-Techniken arbeiten, um ja Verluste oder Gewinne früh zu sichern und Verluste zu begrenzen und da oft eben stark mit Stops arbeiten, was ich ja immer wieder widerspreche und sage, Leute, das ist ein riesengroßer Fehler, so aggressiv mit den Stops zu arbeiten. Und wenn wir es eben nicht schaffen, bei dieser Trefferquote schon Minimum ein R zu haben, was die wenigsten schaffen, die meisten liegen da, haben so Gewinne dabei mit 0,5, 0,8 oder Break-Even und freuen sich ja dann noch, okay, ich habe zumindest mal kein Geld verloren. Das ist aber ein Problem und vielleicht ein paar wenige Trades sind dabei, die vielleicht über ein R sind, vielleicht auch einer mit 2 oder mit 3. Aber einfach nur, um das als Beispiel jetzt mal leichter zu erklären, sagen wir wirklich mal, die haben es gerade so geschafft auf ein R. So. Und wenn man sich mal den Markt, die Schwankungen, die durchschnittlichen Schwankungen des Marktes anschaut und wir sagen, wir arbeiten schon mit einem Stop-Loss, der an irgendeinem Widerstand liegt und riskieren vielleicht 1% von unserem Konto. Wenn wir da mal nachschauen, wie weit der eine Prozent Gewinn, wenn man das mal sich einzeichnet, wie weit der eigentlich entfernt ist und man skaliert den Chart mal zusammen und guckt sich mal diesen gigantischen Seitwärtsphasen an, die wir uns bewegen, wie weit ist dieses eine R-Prozent, dieses eine Prozent Gewinn, wie weit das schon entfernt ist, dann wird man relativ schnell feststellen, wenn wir damit Stops ständig da drin arbeiten, dass die Gewinne ständig zu klein sind. Und um jetzt bei dem Beispiel mal zu bleiben, wenn wir 45% Trefferquote dann nur haben, so, wir sagen mal angenommen wirklich immer glatt, das sind 45 Gewinnprozent in dem Fall. Und die restlichen, wir haben 1% immer pro Trade riskiert. Wir wurden ausgestoppt mit diesem 1% jedes Mal. Das heißt, wir haben 55% Verlust-Trades. So, und wenn wir das jetzt einfach mal runterrechnen, wir nehmen die 55 Gewinner oder Verlierer und rechnen die minus die 45 Gewinner, und da reden wir jetzt immer von 1%, was wir auch haben, haben wir immer noch auf 100 Trades eine Toleranz von 10% Verlust. Das heißt, wir sind 10% im Verlust. Und wenn man mal sieht, wie manche
gerade im Tick-Chart oder ne, im Day-Trading immer beliebt im Minuten-Chart sind und reißen am Tag schon teilweise da irgendwie mal 10 Trades runter. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie schnell wir da, sagen wir mal, bei 300 Trades sind. So, und bei 300 Trades bleiben wir bei diesen 45% Trefferquote, sind es bei 100 Trades minus 10%. Das heißt, bei 300 sind wir schon 30% im Minus in dem Fall. Und da haben wir aber immer bei jedem Trade jetzt einen eher Gewinn, sage ich jetzt mal. So, wenn wir aber den Durchschnitt mal errechnen, der meisten Trader, die haben jetzt vielleicht welche mit 0,3, 0,5, 1,8. Wenn wir aber mal den Durchschnitt der gesamten Gewinner nehmen, die, die unter 1 sind und die, die über 1 sind, dann kommen wir meistens nie auf ein eher vom Durchschnitt. Und das ist das riesengroße Problem, was ich schon gesagt gerade habe, auf 100 Trades bist du mal schnell mit 10% schon da im Minus. Und wenn wir 300, 400 Trades nehmen, sind wir eben schon schnell mal bei 30, 40% im Verlust, die wir nicht ausgleichen in dem Fall können, weil uns fehlt das einfach, weil in dem Fall einfach die Trefferquote zu schlecht ist. Deswegen ist es relativ wichtig, was ich immer sage, ist, dass ihr mal Minimum eine Trefferquote habt. Egal wie ihr eure Trades verwaltet, wie ihr das immer macht. Ihr müsst mal Minimum versuchen, eine Trefferquote von 50% zu schaffen. Im Idealfall. Weil es in diesen Seitwärtsmärkten, in diesen riesen Seitwärtsphasen schwer genug ist, schon mindestens eine abzusichern. Oder nehmt einfach mal eure gesamten Gewinne, die ihr habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel über einen Trading Journal, mit unseres, ich weiß nicht, wer das kennt, wir haben auch ein kostenloses Trading-Journal momentan, findet ihr in der Videobeschreibung den Link dazu, zu diesem kostenlosen Trading-Journal. Wenn ihr das einfach mal richtig dokumentiert und versucht mal von den Gesamtgewinnen euch mal den Durchschnitt auszurechnen, was ist der Durchschnitt der Gesamttrades, dann müsst ihr mal Minimum auf 1R kommen, also das ist euer Risiko. Das, was ihr riskiert, zum Beispiel 1%, das solltet ihr mindestens dann in diesem Durchschnitt drin haben. Und dann solltet ihr noch mindestens eine Trefferquote von 50% haben, damit euer Konto steigt, damit auch die Gebühren alles mit drin sind. Also das ist ein riesengroßes Thema und ich stelle halt immer wieder fest, dass viele sich da extrem schwer tun, die Trefferquoten meistens zu niedrig sind, in Kombination mit Gewinn zu klein und was langfristig natürlich dann zum Abfall des Kontos führt. Und in dem Videokurs eben von unserer Handelsstrategie gehen wir eben ja genau auf das Thema ein. Wir erklären eben da genau, wie man es richtig macht, wie man eben mindestens mal eine Trefferquote von 50% hat, wie man die Vorteile des Marktes nutzen kann, um eben über diese 50% drüber zu kommen und wie ihr eben handeln müsst, damit eben die Gewinne auch dementsprechend groß sind, damit ihr eben nicht in diesen Teufelskreislauf reinkommt. Also wenn ihr selber merkt, meine Gewinne, ich weiß nicht so richtig, was ist mein Durchschnitt, nutzt vielleicht mal unser Trading Journal, dokumentiert das mal, versucht einfach mal euren Durchschnitt herauszufinden, eure Gewinne und eure Trefferquote, damit ihr eben über diese 50% dann mindestens mal drüber kommt. Wenn ihr niedriger seid, muss ja nicht schlimm sein, wenn ihr sagt, aber hey, meine Gewinne, mein durchschnittlicher Gewinn ist irgendwie immer bei 2%, dann ist das natürlich top, dann gleicht sich das in dem Fall aus. Aber bei den Märkten, in denen wir uns hier primär bewegen momentan, ist es doch sehr, sehr schwierig, einen durchschnittlichen Gewinntrades, also die Durchschnitt aller Trades von 2%, wenn man das kann, also das, dann sage ich nur Hut ab. Aber ja, wenn du, wie gesagt, Fragen hast, gerne mal an mich wenden. Ihr könnt gerne mal in die Videobeschreibung unten mal reinschreiben, wie vielleicht euer Durchschnitt so ungefähr ist von euren Gewinnen, beziehungsweise wie eure Trefferquote ist, das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, auch zu unserer Handelsstrategie, die ich jetzt hier anwende, findet ihr auch alles dazu in der Videobeschreibung und ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Video. Ich mache jetzt hier mal meinen Videokurs weiter, ist noch viel Arbeit. Bis dahin, macht's gut, ciao. So, danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du weitere Videos sehen möchtest, kannst du einfach direkt unter diesem Video auf Abonnieren klicken oder auch bei deinem Smartphone einfach auf Abonnieren klicken, danach auf Benachrichtigung aktivieren, dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht. Und in der Videobeschreibung findest du alle Informationen und Links zu der Handelsstrategie und zu der Komplett-Trading-Ausbildung, wo nochmal alle Informationen dazu sind, wie wir eben auch beweisen, dass diese Strategie funktioniert, dass diese Ausbildung funktioniert. Und wenn du uns dann beweisen kannst, dass du mit meiner Handelsstrategie profitabel tradest, kriegst du die Möglichkeit, dir auch dein komplettes Kapital, dein Geld, für was du für die Ausbildung bezahlt hast, auch wieder zurückzuholen. Wie genau funktioniert das
Um die Qualität meiner Produkte hochzuhalten, ist die Grundvoraussetzung, dass du auch mit meinen Produkten bzw. mit meiner Handelsstrategie profitabel tradest. Daran lege ich sehr hohen Wert. Und wenn du mir beweisen kannst, dass das funktioniert, kannst du, wenn du möchtest, über einen Affiliate-Link auch diese Strategie bzw. die Komplettausbildung weiter bewerben und bekommst bei Abschluss 50% Provision. Das heißt einfach ein Win-Win-Effekt für uns beide. Aber wie gesagt, ich möchte die Qualität meiner Produkte natürlich gewährleisten und hochhalten. Das bedeutet, du musst mir erst beweisen, dass du profitabel bist, dass nicht jeder diese Strategie und diese Ausbildung vertreiben kann, sondern nur die, die auch damit profitabel fahren. Und wenn du mir das beweisen kannst, kriegst du die Möglichkeit, das Geld im Grunde, was du für die Ausbildung bezahlt hast, dir auch zurückzuholen bzw. noch mehr Geld dazu zu verdienen, um dein Trading-Konto einfach noch weiter auszubauen, damit sich das Trading für dich einfach noch mehr lohnt. Das heißt, ich habe einfach großes Interesse auch daran, dass du wirklich profitabel handelst. Deswegen nutze diese Möglichkeit. In der Videobeschreibung findest du alle Informationen dazu.